Das wollte ich schon von Klang auf. Also allein schon der Geruch, das taugt mir halt. Es ist natürlich auch super, wenn man in der Heimat so eine gute Firma hat. Die Admonter Holzindustrie im Bezirk Liezen ist mit 280 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber der Region. Mehr als 30 Holzarten werden hier zu Böden, Decken und Wandpaneelen veredelt. Der Großteil geht ins Ausland, der Umsatz bleibe aber im Land. Regionalität und Nachhaltigkeit gehören hier zum Erfolgsrezept. 85% der Rohstoffgewinnung kommt aus regionaler österreichischer Forstwirtschaft. Ja. Und umgelegt auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es genauso ein wichtiges Thema, dass wir unsere Belegschaft aus der Umgebung gewinnen können. 20 Lehrlinge werden aktuell in 8 Berufen ausgebildet. Stefan ist mit 18 Jahren im 3. Lehrjahr. Seine Doppellehre sieht er als erfüllende Herausforderung. Ist nicht wirklich anstrengend, ist ganz normal. So ein bisschen mehr lernen, aber weil man das Holzwerkstoff so taugt, darum haben wir gedacht, brauchen wir eine zweite Lehre und ja, passt gut. Ob an den Maschinen oder in der Möbelwerkstatt, selbstständiges Arbeiten unter Anleitung von Profis ist hier für alle Lehrlinge oberste Prämisse. Das Arbeiten, das kräftige Zupacken und das taugt mir ja. Wie in der Schulbank reinsetzen und irgendwo zuhören oder sonst irgendwas. Matthias bringt neben viel Leidenschaft auch technisches Wissen mit. Gut 9 Monate hat er nach der Matura alle Bereiche im Unternehmen kennengelernt, um schließlich seinen Platz als Teamleiter in der Fertigung zu finden. Dass ich Schichtpläne schreiben muss, wie ich meine Leute einteile, immer schauen muss, dass alle Schichten besetzt sind, die ganzen Aufträge auch mitverfolgt durch die Produktion, was man vielleicht bei den Maschinen auch anders machen kann, was jetzt noch nicht so gut funktioniert hat. 55.000 Kubikmeter Holz werden hier jedes Jahr verarbeitet. Rund 240 Fußballfelder könnten so mit Admonter Böden belegt werden. Seit mehr als 100 Jahren ist der Industriebetrieb in der Region verwurzelt, so wie auch Matthias mit dem Rohstoff Holz verbunden ist. Ich kenne auch von daheim aus das Holz, schon wie es von Wald in die Firma oder in ein Sägewerk kommt. Und da sehe ich jetzt wirklich, wie so ein Endprodukt zum Beispiel wie ein Fußball entsteht.